Ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt 27, Entschließungsantrag der Fraktion der Moment. Bevor ich aufrufe, habe ich noch einen Antrag auf die Tagesordnung zu nehmen, damit wir das nicht vergessen. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Wohnsitzauflagen für Flüchtlinge sind mit Menschenrechten unvereinbar und behindern die Integration. Hessen darf diskriminierende Regelungen nicht einführen. Drucksache 19/4563. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das sehe ich keinen Widerspruch. Dann wird dieser Antrag Tagesordnungspunkt 56. Die antragstellende Fraktion bittet darum, ihn mit Tagesordnungspunkt 23 aufzurufen. Ich darf die Geschäftsführer fragen, ob es da Einverständnis gibt. Kollegin Dorn. Frau Präsidentin, wir widersprechen der Zuordnung. In unserem Setzpunkt geht es um das Wir-Programm. Da geht es um die Frage von Integration vor Ort, um Wir-Fallmanager für Geflüchtete. Es geht um Sprachförderung. Es geht um die Qualifizierung von Migrantenorganisationen. Es geht um Integrationslotsen. Und das Thema Wohnsitzauflagen ist ein vollkommen anderes. Das passt nicht zusammen. Wenn die Fraktion DIE LINKE über dieses Thema beraten möchte, kann das gerne ganz normal in die Tagesordnung eingegliedert werden. Aber zu unserem Setzpunkt passt das Thema nicht. Vielen Dank. Das Wort zur Geschäftsordnung hat Kollege van Ooyen. Frau Präsidentin, ja. Es geht uns gerade darum, dass wir im Grunde genommen die Kontinuität in der Betreuungs- und Eingliederungsarbeit sehen. Und die wird natürlich durch ein solches Verfahren weiter behindert. Also deshalb ist dieser Zusammenhang offensichtlich. Und wenn man das nicht sieht, dass also im Grunde genommen gerade für die Eingliederung die Kontinuität vor Ort ganz wichtig ist, dann ist das natürlich schwer hinnehmbar. Kollegin Bellino zur Geschäftsordnung. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Kollegin Dorn hatte dargelegt, um was es uns als antragstellende Fraktionen bei dem Thema Wir geht, um das Thema Integration, welches ja auch schwerpunktmäßig im Ministerium für Soziales angesiedelt ist, währenddem das, was die Linken jetzt hier eingereicht haben, ein Thema der Innenpolitik ist, wenn es darum geht, Wohnsitzauflagen zu diskutieren und darüber sich zu unterhalten, was dort angemessen oder nicht angemessen ist. Das Thema ist auch so bedeutsam, dass wir das als eigenen Tagesordnungspunkt sehen. Wir können gerne darüber diskutieren. Wir sind auch sprachfähig, aber nicht bei diesem Thema. Ja, ja. Kolleginnen und Kollegen, ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Dann lasse ich über den Antrag abstimmen, den Tagesordnungspunkt 56 gemeinsam mit 23 aufzurufen. Wer dem zustimmt, bitte das Handzeichen. Das ist die Fraktion der LINKE. Wer ist dagegen? Und die Abgeordnete Öztürk. Ich bitte um Entschuldigung. Wer ist dagegen? Noch einmal bitte. Das sind die restlichen Fraktionen des Hauses. Damit ist der Antrag abgelehnt. Ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt 27, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend Schuldenbremse wirkt, Drucksache 19/4534, zusammen mit Tagesordnungspunkt 15, Antrag der Fraktion der FDP betreffend Schulden abbauen, Bürger entlasten und in Zukunft investieren, Drucksache 19/4509, und Tagesordnungspunkt 22, Antrag der Fraktion der SPD betreffend Forderung eines Nachtragshaushalts für das Haushaltsjahr 2017, Drucksache 19/4529. Vereinbarte Redezeit sind 10 Minuten. Und als Erstes spricht Kollege Arnold für die CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben unseren gemeinsamen Antrag sehr bewusst mit folgendem Satz begonnen. Eine generationsgerechte und nachhaltige Finanzwirtschaft ist das Fundament jeder Politik. Sie sichert unseren Kindern und Enkeln eigene Gestaltungsmöglichkeiten für die Herausforderungen ihrer Zeit. Das ist unsere Prämisse für eine erfolgreiche Haushaltspolitik, meine Damen und Herren.
Das ist auch das Ziel der Schuldenbremse, und das haben wir 2016 deutlich vorzeitig und überzeugend erreicht. Im März 2011 haben sich bei der Volksabstimmung 70% der hessischen Bürgerinnen und Bürger für die Aufnahme einer Schuldenbremse in die hessische Verfassung ausgesprochen. Grund war, dass seit 1970 jedes Jahr heftige Defizite im hessischen Landeshaushalt festzustellen waren. Es wurde in jedem Jahr mehr ausgegeben als eingenommen. Dazu hat natürlich auch das Ungleichgewicht im Länderfinanzausgleich beigetragen und mehrere andere Gründe. Aber es ist festzustellen, und die hessische Bilanz zeigt ja nun deutlich diese Zahlen, dass der Schuldenberg des Landes nun auf mehr als 40 Milliarden € angewachsen ist und auch eine hohe Belastung durch die Pensionsverpflichtungen festzustellen sind, sodass wir insgesamt erhebliche Hypotheken haben, die auch unsere Kinder und Enkelkinder belasten. Die hessischen Bürgerinnen und Bürger wollen weg von der ewigen Neuverschuldung, und wir alle wollen eine deutliche Abkehr von ständig wachsenden Schuldenbergen. Das ist ein klares Ziel unserer Haushaltspolitik. Die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse setzt klare Prämissen. Ab 2020 spätestens muss das Land den Haushalt grundsätzlich strukturell ausgeglichen haben. Ziel der Haushaltskonsolidierung der Koalition von Schwarz-Grün ist die feste Absicht, spätestens ab 2019 nicht nur jedes Jahr auszugleichen, sondern auch in jenem Jahr und folgend jährliche Tilgung der über die Jahrzehnte aufgelaufenen Altschulden zu beginnen. CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNE haben ab 2013 diesen Verfassungsauftrag konsequent und erfolgreich aufgenommen und in den zurückliegenden 3 Jahren höchst erfolgreich umgesetzt, meine Damen und Herren. Ich möchte zunächst aber ganz bewusst an dieser Stelle auch allen danken, die diesen Konsolidierungsprozess unterstützt haben. Dieser Dank gilt vor allem auch den Landesbediensteten, die in der Vergangenheit wichtige Konsolidierungsmaßnahmen mitgetragen haben und die auch die unpopulären Schritte, wie beispielsweise die Deckelung der Beamtenbesoldung, hier durch ihren Beitrag dazu gesorgt haben, dass wir diese Konsolidierung erfolgreich umsetzen können. Diese gemeinsamen Anstrengungen, meine Damen und Herren, haben dazu geführt, dass wir beim vorläufigen Haushaltsabschluss im Haushaltsvollzug 2016 hervorragende Erfolge nennen können. Erstens. Wir verzichten in 2016 vollständig auf eine Netto-Neuverschuldung. Zweitens. Damit wurde erstmals seit 1969 wieder eine schwarze Null im Haushaltsvollzug erreicht. Eine bedeutende Leistung, meine Damen und Herren. Drittens. Erstmals seit 47 Jahren wurden auch wieder Altschulden getilgt. 200 Millionen € wurden zur Reduzierung des Schuldenbergs eingesetzt. Auch eine hervorragende Leistung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Viertens. Die restlichen Mittel wurden verantwortungsvoll zur Stärkung der Rücklagenbildung verwendet, größtenteils übrigens zweckgebunden in der Konjunkturrücklage bzw. die sogenannte Weimarer Rücklage, um für die Zukunft vorzusorgen und damit unnötige Schulden in der Zukunft zu vermeiden. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine zeitgemäße Haushaltspolitik. Sparsame Haushaltsführung, umsichtige Rücklagenbildung und eine entschlossene Investitionspolitik, das ist das Markenzeichen einer schwarz-grünen Haushaltsgestaltung. Das haben wir in 2016 gezeigt, und das werden wir 2017 folgende auch entsprechend durchführen. Ganz anders die Vorgehensweise, wie sie in den begleitenden Anträgen von FDP bzw. der SPD zum Ausdruck kommen. Beide Fraktionen, SPD und FDP, wollen offensichtlich, sobald die Steuerquellen wieder etwas mehr sprudeln, die Schleusen öffnen und das Geld mit vollen Händen ausgeben. Diese Politik der leichten Hand werden wir nicht mitmachen, meine Damen und Herren. Denn es muss allen klar sein, trotz der genannten überragenden Erfolge
müssen wir die Haushaltskonsolidierung konsequent fortsetzen. Gerade weil die hohen Steuereinnahmen 2016 deutliche Einmaleffekte haben, die sich nicht jährlich wiederholen werden. Sollten sich in 2017 tatsächlich Steuermehreinnahmen ergeben, werden diese konsequent zur Reduzierung der Nettokreditaufnahme verwendet. Sie haben es gerade bestätigt. Ein Nachtraghaushalt, liebe Kolleginnen und Kollegen, braucht es dafür nicht, da wir noch am Anfang des Jahres stehen und nicht wissen, wie sich das Jahr 2017 bis zum Ende entwickeln wird. Die von der SPD genannten Änderungen sind sicherlich auch anders zu verwirklichen durch Gesetzesänderungen in diesem Jahr. Ein sehr wichtiger Bereich, den ich zum Schluss ansprechen möchte, ist die finanzielle Situation der Kommunen. Am Montag hat Finanzminister Schäfer und Herr Milde von der WIBank eine Pressekonferenz durchgeführt zu einer beeindruckenden Bilanz des Kommunalen Investitionsprogramms KIP I. Dieses Programm mit einem Volumen von mehr als 1 Milliarde € führt Mittel des Landes und des Bundes mit einem eigenen Anteil der Kommunen zusammen. Derzeitig in dieser Zwischenbilanz über 2.200 Maßnahmen mit schon jetzt einem Investitionsvolumen von rund 615 Millionen €. Antragsschluss war das Jahresende 2016, und Finanzminister Dr. Schäfer rechnet mit rund 3.000 Vorhaben. Ein bedeutendes Investitionsprogramm. Ich nutze an dieser Stelle die Gelegenheit, Ihnen, lieber Herr Dr. Schäfer, lieber Thomas, herzliche Glückwünsche auch zum Geburtstag noch einmal zu übermitteln. Ich sage das ganz bewusst, denn nun steht das Kommunale Investitionsprogramm II ins Haus, das wiederum die Kreativität unseres Finanzministers herausfordern wird. Dazu hat der Bundesrat ja bereits letzten Freitag Beschlüsse gefasst, und der Bundestag wird in Kürze weitere Beschlüsse auch zur Änderung der entsprechenden Gesetze beschließen müssen. Aber klar ist, dass wir für Bildungsinvestitionen in den Ländern zur Investition im Bildungsbereich für finanzschwache Kommunen etwa 3,3 Milliarden € zu erwarten haben. Das sind rund 320 Millionen € für Hessen. Ich kann mir gut vorstellen, Herr Finanzminister, dass auch beim KIP II nicht nur ein Eigenanteil der Kommunen vorgesehen wird, sondern dass durchaus auch durch ein landeseigenes Darlehensprogramm eine Aufstockung gemacht wird, um auch den nicht finanzschwachen, nicht antragsberechtigten Schulträgern in Hessen einen Förderbetrag zukommen zu lassen. Das zusammen, meine Damen und Herren, wird in Kürze durch entsprechende Gesetzesänderungen hier in Hessen einen nennenswerten Investitionsschub für den Bildungsbereich in Hessen möglich machen, in einer Größenordnung eines mittleren dreistelligen Millionenbetrages. Das ist eine gute Nachricht für Schülerinnen und Schüler, für die Eltern und für die Lehrer in Hessen, für gute Investitionen im Bildungsbereich, meine Damen und Herren. Es bleibt sicherlich eine Daueraufgabe, die öffentlichen Haushalte Jahr für Jahr generationengerecht und nachhaltig auszugestalten. Das war und ist der Zweck der Schuldenbremse. Das ist unser Ziel in Hessen. Aber es ist auch das Markenzeichen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Und so werden wir die nächsten Jahre erfolgreich den Haushalt gestalten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes spricht Kollege Hahn für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist jetzt 8 Jahre und knapp ein Monat her. Da trafen sich die Verhandlungsgruppen der CDU und der FDP in Kloster Eberbach. Der damalige CDU-Landesvorsitzende und Ministerpräsident Roland Koch bat den künftigen FDP-Koalitionspartner, doch bitte das fortzusetzen, was in der Zeit der Regierung der Union beschlossen wurde, nämlich wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise ein Hilfspaket in Höhe von 1,7 Milliarden € allein aus Hessen weiter zu betreiben.
Wir haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr schnell und kurz in unser Buch für ordnungspolitisch Liberale nachgeschaut. Es steht da drin, man macht ein staatliches finanziertes, schuldenfinanziertes Programm oder nicht. Stand bei uns Liberalen nicht drin. Aber wir haben trotzdem gesagt, okay, die Union hat das begonnen, 1,7 Milliarden € schuldenfinanziert für die Konjunktur sollen dann gemacht werden. Aber es gibt eine Bedingung, wie so häufig, hat eine Münze zwei Seiten. Und die andere Seite der Münze ist, das war der Vorschlag von Dieter Posch in Person, wird es eine verschärfte Schuldenbremse in Hessen geben. Ich wundere mich immer, dass die Christdemokraten und auch Sie, Herr Arnold, das vergessen vorzutragen. Es kam nicht in einem einzigen Satz vor. Sie tun so, als wenn das die Erfindung der Union war. Ich will sagen, immer mehr erkennt man daran, dass die Union bei diesem Thema nie ambitioniert gewesen ist, sondern Sie haben es dem Koalitionspartner zubilligen müssen, weil Sie ansonsten das schuldenfinanzierte 1,7 Milliarden Programm nicht weiter hätten durchführen können. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Arnold, Sie können mich nicht aus dem Konzept bringen, weil ich unterstelle Ihnen, dass Sie wissen, dass es einen Unterschied zwischen der Schuldenbremse auf Bundesebene und Schulden auf Landesebene gibt. Und es war gerade die Forderung der FDP, dass wir nicht das lasche System des Bundes übernehmen, sondern dass wir ein verschärftes machen. Und 70% der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes haben gesagt, das Modell war okay gewesen. Ich will da nur einmal darauf hinweisen, und jetzt brüllen Sie bitte nachher rein. Ich merke, dass Sie merken, dass Sie ein bisschen versuchen, die Argumentationsstränge zu relativieren, die Sie hier laufend versuchen vorzutragen. Am meisten ärgert mich, es war eine Veranstaltung der VHU vor einigen Wochen in der Deutschen Bank, dass der Finanzminister immer wieder versucht, die FDP darzustellen, als habe sie den Abbaupfad verlassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will Ihnen einmal deutlich machen, und zum damaligen Zeitpunkt war Dr. Thomas Schäfer bereits Finanzminister des Landes Hessen, also auch kein Erbstück. Und wenn es wäre es von Karl-Heinz Weimar, wäre ja auch nicht besonders schlimm. Wir sind im Jahre 2013, nachdem die Koalition beschlossen worden ist, in der mittelfristigen Finanzplanung davon ausgegangen, dass es im Jahre 2013 21,6 Milliarden €, im Jahre 2014 22,5 Milliarden €, im Jahre 2015 23,3 Milliarden € und im Jahre 2016 24,046 Milliarden € Einnahmen gibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das haben die Papiere ausgewiesen, die das Finanzministerium unter Leitung von Dr. Thomas Schäfer uns vorgelegt hat. Und natürlich haben wir dem vertraut, wie man Kabinettskollegen vertraut. Nur, meine sehr verehrten Damen und Herren, so arg daneben gelegen hat bisher noch kein Finanzminister in diesem Land. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 2013 Einnahmen plus Soll-Ist-Vergleich 382 Millionen €. 2014 Mehreinnahmen 463 Millionen €. 2015 Mehreinnahmen 1,1 Milliarden € und 2016 Mehreinnahmen von 3,036 Milliarden €. Meine sehr verehrten Damen und Herren, entgegen der Finanzplanung der CDU-FDP-Regierung, als wir den Schuldenabbaupfad beschlossen haben, hat das Land Hessen Mehreinnahmen in Höhe von über 5 Milliarden € bekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da feiern Sie sich, dass Sie den Abbaupfad von früher noch halten? Da werden Sie nicht schamrötig, wie das Datterich sagen würde, dass Sie diesen Abbaupfad nicht um Längen dynamischer, um Längen ambitionierter eingemacht haben. Und wenn ich lese in Ihrem Antrag, dass Sie die Schuldenbremse 2019 auch einhalten wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das klingt so ähnlich ambitioniert, als wenn Jogi Löw sagen würde, aber unser Ziel ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nein, unser Ziel ist nicht, dass wir den damals mutigen, im Laufe der letzten drei, vier Jahre durch erhöhte Steuereinnahmen langweiligen Abbaupfad noch gehen, sondern wir wollen intensiver in das Sparen hereingehen, wir wollen intensiver in die Umstrukturierung hereingehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist denn die ergriffene Konsolidierungsmaßnahme, von der Sie in Ziffer 2 Ihres Antrags gesprochen haben, Herr Kollege Arnold? Wo ist denn irgendetwas konsolidiert worden? Es gibt Umbauten in der Verwaltung, z.B. der damalige Ministerpräsident Roland Koch hat bewusst die Staatsbauverwaltung getrennt.
ihr habt sie wieder zusammengelegt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der damalige Justizminister hat Gerichtszusammenlegungen organisiert, die nicht weitergemacht worden sind. Die damalige Schulministerin hat ein Landesschulamt eingerichtet, damit weniger Bürokratie stattfindet. Sie haben es wieder aufgelöst. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie machen doch keine Konsolidierungsmaßnahmen, sondern Sie verfrühstücken diese 5 Milliarden. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat mit Nachhaltigkeit aber gerade mal gar nichts zu tun. Es ist unambitioniert, es ist ohne Elan. Und ich bin es auch langsam ein bisschen leid, immer wieder zu hören, dass die Vorschläge, die von der FDP oder von den Sozialdemokraten hier gemacht worden sind, mit dem Schuldenabbaugesetz nicht in Einklang zu bringen ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, erklären Sie mir einmal, wie die Dr. Thomas Schäfer-Rücklage denn bei Ihrer Argumentation mit dem Schuldenabbaugesetz in Einklang zu bringen ist. Das ist doch, meine sehr verehrten Damen und Herren, Hohn. Das ist doch Hohn, was Sie da machen. Wir wollen deshalb, ich sage es einmal sehr bildhaft, von dem Überschuss des vergangenen Jahres eine Zweiteilung vornehmen. Die eine Hälfte geht in den, hören Sie bitte gut zu, Schuldenabbau, nicht in die weniger Kreditaufnahme, in den Schuldenabbau. Und die andere Hälfte sind Investitionen, die unseren Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sei es im Bereich der Infrastruktur, sei es im Bereich des Straßenbaus, der Digitalisierung und der frühkindlichen Bildung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind die Mangelbereiche, die wir in unserem Lande gerade haben, und wir können sie finanzieren, denn wer 5 Milliarden € mehr auf dem Konto hat, als er selbst 2013 geplant hat, der muss doch irgendetwas falsch gemacht haben, wenn das Geld nicht mehr da ist. Der muss es verfrühstückt haben. Und deshalb gehen Sie bitte von dem Verfrühstücken endlich weg hin zu einem ordentlichen Kaufmann, zu einer nachhaltigen Politik, in der Sie sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Walter Arnold, wenn Sie es noch nicht einmal als haushaltspolitischer Sprecher wissen, wo das ganze Geld geblieben ist. Ich habe das Gefühl, die Unionsseite ist gerade überrascht, dass ich Ihnen mitteile, dass Sie 5 Milliarden € mehr eingenommen haben, als wir das im Jahre 2013 auf Grundlage der Zahlen von Dr. Thomas Schäfer geplant haben. Das sind Sie anscheinend jetzt überrascht. Offensichtlich haben Sie das bisher gar nicht zur Kenntnis genommen. Wir aber schon. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist so etwas von unambitioniert, was Sie in der Finanzpolitik machen. Ich habe das Gefühl, dass Sie immer noch kameral denken, die Doppik wird nur gemacht. Es entstehen dadurch hohe Kosten. Es ist aber egal. Wir haben es Ihnen ja bewiesen bei den Haushaltsberatungen. Wir haben eine einzige doppische Zahl genommen und diese Ihnen zur Abstimmung gestellt, dass nämlich im Landesstraßenbau wenigstens so viel investiert wird, wie wir an Abschreibungen in unserer Bilanz haben. Noch nicht einmal dazu waren Sie bereit gewesen, Herr Kollege Arnold. Und dann erzählen Sie irgendetwas von nachhaltiger Politik. Also, Fazit. Es war eine kluge Idee gewesen, dass es eine Schuldenbremse gibt. Die Bürgerinnen und Bürger haben diese kluge Idee, die bei den Koalitionsverhandlungen von FDP und CDU und Kloster Eberbach vor 8 Jahren und 1 Monat geboren wurde, zu 70% gutiert. Setzen Sie sie bitte aber auch mit den neuen Zahlen um und nicht mit den alten Kamelle aus dem Jahre 2013. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention hat das Wort Kollege Boddenberg. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lieber Herr Kollege Hahn, zwei Bemerkungen. Die erste ist die, es gibt überhaupt keinen Grund, dass wir die Geschichte der letzten 10 Jahre, die der Koalition von CDU und FDP hier außer Acht lassen. Ich glaube aber, dass Herr Dr. Arnold sehr wohl weiß, wenn nach ihm die FDP spricht, dass sie nicht versäumt, darauf hinzuweisen, wie wir in dieser Zeit der Koalition finanzpolitisch agiert haben. Aber ich will einen zweiten Punkt sagen, weil Herr Kollege Hahn, Sie haben gesagt, Sie ärgern sich. Ich ärgere mich auch, wie Sie hier auch mit welcher Wortwahl darüber reden, was denn mit den Mehreinnahmen passiert ist. Sie haben von Frühstücken gesprochen. Das ist ja abenteuerlich. Ich sage einmal, wo das Geld, so wie Sie es formulieren, verfrühstückt worden ist. Ja, das kann ich Ihnen in wenigen kurzen Eckdaten nennen. Es ist ein Mehraufwand für Personal mittlerweile von 1 Milliarde. Sie kritisieren heute Morgen wieder, dass wir bei der Entwicklung der Beamtengehälter sehr zurückhaltend agieren mit dieser
CDU-Grünen-Koalition trotzdem 1 Milliarde € Mehraufwand für Personalausgaben. Sie haben vom Kultusminister, Sie haben vom Kultusminister gehört, was das beispielsweise in den Schulen an Lehrerbesetzung bedeutet. Wir geben 1 Milliarde € mehr aus für den kommunalen Finanzausgleich, so viel Geld wie noch nie in der Geschichte des Landes Hessens für die Kommunen. Wir geben eine halbe Milliarde mehr aus, weil wir besser wirtschaften als andere Länder für den Länderfinanzausgleich, Herr Kollege Hahn. Und wir haben eine Reduzierung des Finanzierungssaldos um 1,2 Milliarden €, Herr Kollege Hahn. Das heißt, von 2013 auf 2015 von 1,48 Milliarden Defizit auf minus 0,53 Milliarden Defizit, 1,2 Milliarden weniger. Und so ganz nebenbei bemerkt, und da waren Sie, glaube ich, jedenfalls in Redebeiträgen im Hessischen Landtag hin und wieder mit dabei, geben wir weit über 1,5 Milliarden € für die Flüchtlingshilfe und alles, was Integrationsfragen usw. so anbelangt, aus. Das ist das, was Sie verfrühstückt nennen. Das ist das, was wir sagen, eine gute Investition in das Land und in die Zukunft der Menschen in unserem Land. Insofern geht Ihre Rechnung völlig fehl. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Zur Erwiderung, Kollege Hahn. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wolfgang Greilich sagte eben, ich soll mich ein bisschen runterdimmen. Das muss ich jetzt aber auch. Kollege Boddenberg, Sie tun so, als wenn der Finanzminister Dr. Thomas Schäfer bei der Berechnung der mittelfristigen Finanzplanung geschlafen hat, als wenn er alles das, was Sie ihm aufgezählt haben, dann nicht beachtet hat. Hat er aber nicht. Der war hellwach. Hat er aber nicht. Der hat mit einberechnet, dass die Beamtenbesoldung steigt. Der hat mit einberechnet, dass der KFA steigt. Der hat mit einberechnet, dass der LFA steigt. Ich habe die Unterlagen noch alle da. Schauen Sie doch einfach nur einmal rein. Und, lieber Herr Boddenberg, Sie haben eben ganz schön Kram erzählt. Natürlich hat es einen Unterschied in den Einnahmen bei der Finanzplanung von Dr. Thomas Schäfer gegeben. Ich wiederhole es noch einmal zum Mitschreiben. Im Jahre 2013 waren es 21,6 Milliarden €. Im Jahre 2017 waren es 24,8 Milliarden €. Dazwischen liegen 3,2 Milliarden €. Und da ist alles das mit drin, was Sie eben gesagt haben. Und trotzdem sind nur 5 Milliarden € mehr eingenommen worden, und die sind verfrühstückt worden. Kapieren Sie es doch endlich einmal, dass alles das, was Sie eben gesagt haben, wäre eine Blamage für Dr. Thomas Schäfer. Dann hätte er uns gefakte Zahlen im Jahre 2013 vorgelegt. Hat er aber nicht. Er hat offene, ehrliche Zahlen vorgelegt, und da waren die Beamten. Da waren die Beamtenbezüge mit drin, da war der KFA mit drin, da war der LFA mit drin. Das Einzige, was nicht drin war, waren die Asylbewerber. Jetzt wollen Sie mir also erzählen, jetzt wollen Sie also dem Hessischen Landtag wirklich erzählen, dass die Asylbewerber, Berechtigten, Flüchtlinge, wie auch immer, dass die dem Land Hessen zusätzlich über 5 Milliarden € gekostet haben? Sagen Sie das bitte nicht. Das ist nämlich schlicht die Unwahrheit. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Schmidt, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, die schwarz-grüne Koalition, die Landesregierung feiert einen historischen Erfolg, nämlich eine finanzpolitische Nullrunde im Jahr 2016. Das ist ein sehr gutes Ergebnis, und wir begrüßen das auch. Aber es hat wenig mit dieser Landesregierung zu tun, meine Damen und Herren, dieses historische Ergebnis. Einzig und alleine die enormen Steuermehreinnahmen, zusätzlichen Steuermehreinnahmen zum Planungsansatz in Höhe von mehr als 1,6 Milliarden € haben dies verursacht. Es waren, Herr Boddenberg, es waren doch gar nicht besondere Sparanstrengungen. Es war auch gar keine besondere finanzpolitische Strategie, die zu diesem Ergebnis geführt hat. Sondern es hat damit etwas zu tun, dass der Finanzminister da gesessen hat, und dann hat man geguckt, und dann sind auf einmal die Steuereinnahmen eingekommen und haben sozusagen dazu beigetragen. Einzig und alleine die gute Konjunktur
Und die guten Arbeitsmarktzahlen in Deutschland sind die Ursache für das gute hessische Haushaltsergebnis. Und deswegen, meine Damen und Herren, der Dank richtet sich an den früheren Wirtschaftsminister, Bundeswirtschaftsminister Gabriel, und an die Bundesarbeitsministerin Frau Nahles, die die Grundlagen dafür gelegt haben, dass es in Hessen so gut geht. Und vor allem der Dank. Kolleginnen und Kollegen, bitte etwas mehr Ruhe. Und da können Sie noch so aufgeregt sein, meine Damen und Herren. Und der Dank richtet sich an die deutschen Gewerkschaften, die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die hart dafür gearbeitet haben, dass die Steuereinnahmen so toll sprudeln. Und dieses Ergebnis hat schon gar nichts mit der CDU zu tun. Herr Dr. Arnold, die CDU steht dafür, dass seit 1999 in Hessen der Schuldenstand sich um 24 Milliarden Euro erhöht hat. Um 24 Milliarden Euro. Das ist das, was in Ihrer Regierungszeit draufgekommen ist. Und davon Generationsgerechtigkeit soll, da muss man schon also wirklich eine Wirklichkeit verdrängen, meine Damen und Herren. Das ist Ihr Ergebnis von Ihrer Regierungsarbeit. Und dann sagen Sie, Länderfinanzausgleich in Baden-Württemberg und Bayern hat es zumindest diese Entwicklung nicht gegeben. Die haben sogar mehr in den Länderfinanzausgleich eingezahlt als Hessen, meine Damen und Herren. Und trotz dieser Rekordsteuereinnahmen ist die Landesregierung aber nicht bereit, die dringend erforderlichen Investitionen, z.B. in den Straßenbau, z.B. für Schulen und in den Wohnungsbau zu tätigen. Und, meine Damen und Herren, die Eltern werden auch nicht von Kitagebühren entlastet, und Beamten werden nicht angemessen erzahlt, obwohl es ungeheuer gute sozusagen Steuereinnahmen, Rekordsteuereinnahmen gibt. Lieber steckt die schwarz-grüne Regierung 379 Millionen € in eine nicht zweckgebundene Rücklage, anstelle notwendige Investitionen zu tätigen. Und, meine Damen und Herren, es ist doch bezeichnend. Sie legen einen Antrag vor. Sie reden von einer Konjunkturrücklage, die Sie auffüllen mit 330 Millionen €. Aber von der nicht zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 379 Millionen € ist in Ihrem Antrag überhaupt nicht die Rede, meine Damen und Herren. Warum ist in Ihrem Antrag nicht die Rede? Weil es klar ist, das ist eine Wahlkampfrücklage. Die soll in den Doppelhaushalt aufgelöst werden, um irgendwelche Renommierprojekte von Schwarz-Grün zu finanzieren und um Wahlkampfgeschenke wiederum zu verteilen. Das ist doch offensichtlich, meine Damen und Herren. Und diese Rücklage, Herr Finanzminister, widersprechen Sie, wenn meine Zahl nicht stimmt. Diese Rücklage wird am Ende dieses Jahres über 900 Millionen €, fast 1 Milliarde € betragen. Rund eine Milliarde Euro wird es eine Rücklage geben, meine Damen und Herren, die nicht zweckgebunden ist, die dazu verwendet werden kann, kurz vor den Wahlen irgendwelche Wohltaten auszuschütten, meine Damen und Herren. Und deswegen notwendig wäre eine Finanzpolitik, die stetig ist und die endlich sich an den Bedarfen der Menschen in Hessen orientiert. Und deshalb, Herr Dr. Arnold, das hat nichts mit Politik der leichten Hand zu tun. Das hat etwas mit der Politik des klugen Kopfs zu tun, meine Damen und Herren. Und deswegen fordern wir, und es ist schon erstaunlich, ich finde es wirklich erstaunlich, das ist fast deckungsgleich mit dem, was die FDP sagt. Wir fordern die Landesregierung auf, unverzüglich einen Nachtragshaushalt für das laufende Nachtragsjahr, für das laufende Haushaltsjahr aufzulegen. Die gute Haushaltslage und insbesondere der gute vorläufige Haushaltsabschluss 2016 lassen es zu. Endlich die längst überfällige Entlastung der Eltern von den Kitagebühren sicherzustellen. Damit wäre eine spürbare Entlastung von Familien mit Kindern verbunden. Das glaube ich wirklich eine sehr, sehr spürbare Entlastung, die besser ist als jede Steuerreform, jede denkbare Steuerreform. Das würde echt den Menschen, den Familien mit Kindern helfen. Machen Sie sich endlich auf den Weg.
Dafür sollten in dem Nachtrag 100 Millionen € bereitgestellt werden. Meine Damen und Herren, viele Schulträger sind finanziell völlig überfordert, die notwendigen Schulbausanierungen vorzunehmen. Auch da müssen wir nachsteuern. Das haben wir schon bei der Haushaltsdiskussion jetzt zu dem Haushalt 2017 gesagt. Übrigens, da haben wir sehr kontrovers über die Rücklage diskutiert. Und damals haben wir schon gesagt, der Haushaltsabschluss 2016 wird ein ungeheuer guter sein. Er wird dazu verwandt werden können, dass man eine Rücklage bildet. Und diese Rücklage können wir dazu benutzen, um diese Fragen zu finanzieren. Herr Finanzminister, ich habe noch einmal nachgelesen, was Sie im Dezember gesagt haben. Sie haben auch sich wieder, wie es in Ihrem Antrag versucht zu tricksen, ja, wir müssen erst einmal sozusagen die Verschuldung auf Null setzen und dann müssen wir sozusagen eine Rücklage bilden für die Konjunktur. Aber auch da haben Sie sozusagen bestritten, dass es finanzielle Möglichkeiten gibt, eine solche Rücklage zu nehmen, um Investitionen zu stärken, um etwas für die Kinder zu tun und vor allem auch etwas für die Beamten zu tun, meine Damen und Herren. Das haben Sie bestritten. Also, ich muss Ihnen sagen, von der Prognosegenauigkeit ist die Opposition anscheinend besser. Herr Dr. Hahn hat recht, anscheinend deutlich besser als der Finanzminister. Er hat das bewusst übrigens, ich glaube, auch den Grünen vorenthalten. Weil ich glaube, es wäre eine wichtige Information gewesen. Ich glaube, dass die Grünen an dieser Stelle ausgetrickst worden sind und die eigene Fraktion möglicherweise. Weil wenn das sozusagen offengelegt worden wäre bei dem Haushaltsabschluss vor der dritten Lesung, wie gut es tatsächlich läuft und dass man Geld hat, um z.B. auch Beamten zu finanzieren, wäre möglicherweise noch einmal die Diskussion anders gelaufen. Wir, zumindest meine Damen und Herren, wir sagen, nehmen Sie endlich diese wirklich guten Mittel, machen Sie etwas für die Schulträger, stoppen Sie den Substanzverzehr in den Straßenbereich, tun Sie weiter 39 Millionen € in diesem Bereich zur Verfügung stellen und tun Sie auch mehr für den Wohnungsbau. Und, meine Damen und Herren, sorgen Sie endlich dafür, dass das Tarifergebnis 2017 auf die Beamtinnen und Beamten übertragen werden. Das ist ein Gebot der Fairness und der Gerechtigkeit. Wer den hessischen Beamten angesichts des Haushaltsabschlusses noch immer vormacht, sie könnten wegen der Schuldenbremse nicht angemessen an den Tariferhöhungen teilhaben, der lügt. Der lügt schlicht, meine Damen und Herren. Die Schuldenbremse verhindert keine faire Vergütung. Das möchte ich noch einmal ganz klar darstellen und zum Punkt bringen. Meine Damen und Herren, die von uns hier vorgeschlagenen Punkte, also ich fasse noch einmal zurück, mehr Investitionen in Straßenbau, mehr Investitionen im Wohnbereich, mehr Investitionen in Schulbau, die Befreiung von Eltern von Kita-Gebühren und auch die Übertragung des Tariferträgers für Beamte ist möglich, durch die vorhandenen Rücklagen zu finanzieren. Das ist, glaube ich, völlig unumstritten. Das ist möglich. Es ist eine Frage des politischen Gestaltungswillens in Hessen. Will man an diese Stelle ran? Will man diese Punkte, will man die völlig unzureichenden Investitionen in Hessen endlich angehen, oder will man es nicht? Das ist eine Frage des politischen Gestaltungswillens. Und was Sie vorhaben, ist wieder eine Sparrhetorik. Es ist wirklich nur Rhetorik nach Ihrer Vergangenheit, nach Ihren 24 Milliarden Euro, die Hessen sozusagen an Schulden auch herbeigeführt haben. Es ist nur Rhetorik, die nur dazu dient, die Wahlkampfkasse für die nächsten Jahre zu füllen. Und da kann eine Opposition nicht mitmachen. Deswegen sage ich Ihnen, Herr Minister, an dieser Stelle alles herzlich Gute zu Ihrem Geburtstag, vor allem eine gute Gesundheit. Das ging uneingeschränkt. Im Rahmen unserer politischen Überzeugung auch viel Erfolg, aber vor allem endlich den Mut und die Entschlossenheit, für die Bedarfe der Menschen in Hessen etwas zu tun. Die finanziellen Mittel dazu hätten Sie eigentlich. Herzlichen Dank. Vielen Dank.